ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Lippi! Wow! Hey! Ich bin's, Blippi. Wir sind heute im Priest Point Park in Olympia, Washington. Und ich mache eine Wanderung. Ich liebe Wandern, denn man ist dabei draußen in der Natur. Hey, apropos Wandern. Ich habe keinen Wanderstock. Ob sich einer finden lässt? Seht ihr irgendwo einen? Oh, hey, seht mal da. Das ist der perfekte Wanderstock. Erstaunlich. Er ist so glatt, denn da ist keine Rinde dran. Ja, und definitiv werde ich davon keine Splitter kriegen. Wow, seht nur, das ist ein einzigartiger Stock. Er hat viele knorrige Stellen. Ja, yeah. Wow. Das ist ein richtig cooler Stock. Okay, wir testen ihn mal. Wahnsinn. Und er ist wirklich stabil. Okay, dann gehen wir wandern. Wow. Wow. Seht mal da. Wir haben was gefunden. Wow, könnt ihr es sehen? Das sind Klappmuscheln. Ja, könnt ihr sie auch sehen? Wow. Sie war einmal vollständig geschlossen, so wie jetzt. Und da war auch mal eine Muschel drin. Aber nun ist sie leer. Wohin ist denn die Muschel verschwunden? Moment mal. Seht ihr das? Das ist ein Hinweis. Hier sind Federn. Ja, seht, Vogelfedern. Moment mal. Ich frage mich, was ein Vogel genau hier zu suchen hatte. Ja, vielleicht hat er zu Mittag gegessen. Okay, nun, ich nehme mir eine dieser beiden Federn und mache sie in meinen Rucksack. Und später zeige ich euch was richtig Tolles. Und eine Klappmuschel mache ich auch in meinen Rucksack. Und dann wandern wir weiter. Haha. Okay, na los. Oh, ausreichend trinken. Wow, seht mal diese Pflanze. Diese Pflanze heißt Farn. Wow, eine wunderschöne Pflanze. Sieht so cool aus. Oh, hey, da liegt einer ihrer Wedel. Ja, Farnblätter heißen Wedel. Ich habe eine Idee. Wir nehmen das mit und nutzen es später für eine richtig coole Sache. Ich pack's mal schnell in den Rucksack. Hier hinein, den Rest seht ihr dann später. Okay, dann kommt mit, na los! Wow, seht mal da! Wow, ein alter Baum! Ja, er stand einmal aufrecht und dann fiel er um. Wow, und wenn Bäume umfallen, verrotten sie und bieten dann eine großartige Möglichkeit für Insekten. Ja, und kleine Tiere, sich dort einzunisten. Könnt ihr sie sehen? Ja, Insekten lieben es, alte Bäume zu fressen. Ja, denn dadurch gelangen neue Nährstoffe in den Boden. Wow, hey, apropos Insekten. Seht ihr dieses hier? Wow, das ist ein Grashüpfer. Hallo, Grashüpfer. Hey, ich habe da was richtig Cooles in meinem Rucksack. Ich habe eine sogenannte Becherlupe. Wo steckst du? Becherlupen sind großartig. Man sieht Insekten damit ganz nah. Und der allererste Schritt ist, sie aufzumachen. Jetzt habe ich es gleich. Und dann darf der Grashüpfer hineinspringen. Los, Kleiner. Komm. Oh. Na los, nur rein mit dir. Ja, perfekt. Oh, wow. Der Grashüpfer ist jetzt drin. Und wenn ich das schließe, kann ich durch die Lupe sehen. Wow. Und ihn ganz nah sehen. Wow. Seht euch das an. Wow. Wow. Was für ein schönes, kleines Insekt. Okay, wir sollten es besser hier lassen. Okay, Grashüpfer, komm raus. Oh, geh zurück nach Hause. Alles klar,
So, das kommt hier rein und ich gehe weiter. Bis bald! Ich werde so müde auf meiner Wanderung. Wenn ich einatme, atme ich Sauerstoff ein. Und ich atme Kohlendioxid aus. Ein Sauerstoff, aus Kohlendioxid. Aber hey, wisst ihr was? All diese Pflanzen, Bäume, Büsche und Sträucher, alle atmen sie, ja, Kohlendioxid ein. Was atmen sie aus? Sauerstoff. Sie atmen Kohlendioxid ein? Und was kommt raus? Sauerstoff. Ist das nicht cool? Wir sind das Gegenteil davon. Wir atmen aus Kohlendioxid. Und genau das atmen sie ein. Und dann atmen sie was aus? Sauerstoff. Und wir atmen Sauerstoff ein. Yeah! Wir sind ein tolles Team. Hey, seht euch das an. Seht ihr das hier? Das sind Tannenzapfen. Wie viele Tannenzapfen seht ihr? 1, 2, 3 Tannenzapfen. Tannenzapfen sehen so cool aus. Wow. Hey, Streifenhörnchen lieben Tannenzapfen, weil kleine Samen drin sind, die sie schnappen und dann essen. Tannenzapfensamen. Okay, ich werde das für später einpacken. Ja, für die coole Sache, die ich schon erwähnt habe. Okay, lasst uns weitergehen. Ich sehe etwas richtig Cooles. Ich sag euch, was es ist. Ich sehe die Hälfte eines Baumes. Seht ihr sie? Ja, die Hälfte eines Baumes. Yeah! Seht euch das an. Das war einmal ein ganzer Baum. Ja, aber jetzt ist das nur noch die Hälfte eines Baumes. Oh, das ist cool. Hey, das hat doch richtig Spaß gemacht. Ja, wenn ich etwas sehe, dann sage ich, ich sehe etwas. Und dann müsst ihr versuchen, es zu finden. Hier kommt das Nächste. Ich sehe etwas Rotes. Könnt ihr es sehen? Oh, ja. Seht. Wow, ein Schmetterling, seht ihr? Ein roter Schmetterling? Wow, hey, roter Schmetterling. Wie geht es dir heute? Hast du Spaß daran, nur herumzusitzen? Schmetterlinge sind so wunderschön. Okay, wir lassen ihn in Ruhe. Alles klar. Bye, bye, Schmetterling. Okay, und weiter geht die schöne Wanderung. Hey, seht euch das an. Ich habe einen richtig guten Baum zum Klettern gefunden. Wow. Hui. Man muss sehr vorsichtig sein beim Herumklettern. Wow. 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 Was ist das? Ich sehe etwas. Ich sehe den Strand. Wow. Wow. Ich liebe den Strand. Wow. Ich liebe den Sand. Ja, und ich liebe auch die Möwen. Ja, wow, ich genieße es, am Strand zu sein und das den ganzen Tag. Oh, wartet mal kurz. Was ist das? Das hat hier nichts zu suchen. Das ist Restmüll. Buh, Müll am Strand? Ich fass es nicht. Das ist so schade. Dieser Strand ist die Heimat vieler Lebewesen. Und wir sollten die Erde sauber halten und pflegen. Ja, willst du ein schmutziges Zuhause? Nein, ich will das nicht. Hey!
Hey, ich habe eine Idee. Lasst uns gemeinsam den Strand säubern. Das klingt nach Spaß. Bereit? 3, 2, 1. Wow! Seht euch das an. Ich habe einen Restmüllsack. Yeah, da kommt dann der ganze Müll rein. Und dann habe ich einen Müllgreifer. Ja, wie eine Kralle. Okay, ich hebe jetzt dieses Teil auf. Alles klar, ich benutze diesen Greifer, weil ich das auf keinen Fall anfassen will. Ich habe keine Ahnung, wo das vorher war. Okay, es geht los. Okay, ich sehe Muscheln, die sollen auch hier sein. Oh, das sollte nicht hier sein. Das sieht aus wie eine Limo-Dose. Ja, eine Limo-Dose. Alles klar, wir packen sie rein. Perfekt, wir haben schon 2 Müllstücke gesammelt. Oh, wartet mal, hier ist noch etwas. 1, 2, 3. Unser drittes Stück Müll ist das. Weiter geht's. Haha. Ich bin so froh, dass wir diesen Strand aufräumen. Da ist noch etwas. 1, 2, 3, 4. Das vierte Müllstück ist hier drin. Oh, noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier? Ja, 6. Wir haben 6 Müllstücke gesammelt. Gut gemacht. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Strand ist so dreckig. Hier ist unser letztes Stück. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Müllstücke sind das. Gut gemacht. Uhuhuhu. Das hat so Spaß gemacht, den Strand zu säubern. Alles klar, das werfen wir hier in den Mülleimer. Bye-bye, Müll. Gut gemacht. Ich hole jetzt meinen Wanderstock zurück. Dann können wir weiter wandern. Da ist er. Jetzt bin ich bereit. Das hat so viel Spaß gemacht, mit euch wandern zu gehen. Wir haben so viel gelernt, zum Beispiel über Pflanzen. Und dann das Suchspiel. Ja, ich sehe was. Das war richtig toll. Hey, da waren sogar ein paar Insekten. Oh, ja, aber am wichtigsten war doch bestimmt die Strandsäuberung, oder? Gut gemacht. Hey, wisst ihr noch vorhin unsere Fundstücke? Ja, da war dieser Farn. Yeah, ich werde euch was richtig Cooles damit zeigen später. Dann war da noch diese Muschel. Ja. Und dieser Tannenzapfen. Und wir haben diese Vogelfeder. Wow. Okay, ich lege das hier hin. Okay, also dieser Stock war bisher mein Wanderstock. Den lieben langen Tag, das war toll. Aber jetzt wird er gleich ein sogenannter Reisestock werden. Ja, die Ureinwohner von verschiedenen Ländern haben sie gemacht, diese Reisestöcke. Sie sammelten Dinge auf ihren Wanderungen und Reisen. Und dann klebten sie sie auf die Stöcke in chronologischer Reihenfolge als Erinnerung, wo sie schon waren. Das machen wir auch. Wir nehmen diesen großen Farn und legen ihn drauf. Ich habe sogar eine orangefarbene Schnur. Ja, die nehme ich zum Umwickeln. Perfekt. Das sieht gut aus. Wow, ziemlich cool, oder? Okay. Wow, das sieht so cool aus. Ja, haha. Wie ein Stock mit einem Farn drauf. Okay, was noch? Oh ja, wir haben die Muschel. Etwas knifflig, sie zu befestigen, aber ich denke, wir schaffen das. Geschafft. Seht ihr das? Yeah, das sieht echt gut aus. Und dann haben wir diesen Tannenzapfen. Der kommt hier unter die Muschel.
Genau so. Und dann kommt das hier drumherum, damit es gut festhält. Oh, alles klar, wir sind fast fertig. Hier ist der Farn, die Muschel, der Tannenzapfen und zu guter Letzt die Feder. Okay, ich setze sie ganz nach oben. Genau hier. Seht ihr das? Alles klar, seht's euch an. Wie sieht das aus? Wow! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Ich hatte so viel Spaß mit euch zu lernen. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schwer.